Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die. Ja, wo ist sie denn? Da ist sie! Sie hat ein Tarnnetz gebastelt, damit man ihr Reserveschlafplatz nicht findet. Ja, weil wir haben zwar ein wunderschönes Doppelbett, aber leider, leider können wir da nicht zu zweit drin schlafen. Deswegen habe ich mir jetzt eine kleine Schlafnische gemacht. Genau, und wir haben jetzt hier. Kann man das drehen? Ist das so richtig? Ja. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Zack, nee. Ups, jetzt habe ich es gedreht. Falscher Knopf. Zack. Zack, fertig. So, jetzt können wir uns selber nämlich Munition herstellen. Oder. Und Fertilizer. Fertilizer, genau. Ich fahre zu meinem Großprojekt. Genau, wir haben auch zwei neue Großprojekte. Jeder hat sein eigenes. Also ich werde meins mal anfangen und gucken, was daraus wird. Und Mathilde will eine. Was wolltest du machen? Eine Bergfestung. Sag ich doch. Eine Bergfestung. Oh, ich tanke das Moped nochmal auf. So, dann kann er mich in der Zeit hier mixen. Dann braucht man langsam wieder Natrium, oder wie das Zeug hieß. Ich habe gerade nichts mehr machen. Und was? Soll ich dir die Tür auflassen? Ja, ich wollte gleich los, du. Ich wollte okay. Auch gleich los. Denk dran, die Steinbrücke ist noch nicht fertig. Nutze weiterhin bitte die Holzbrücke. Oh, danke. Hättest du mal ein Schild für gebaut. Ach nee, ich bin ja falsch rum. Wir müssen an unserer alten Basis vorbei, ne? Genau. Ja, und da bitte nicht in die Fallen fahren. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn diese großräumig umfahren. Ja. Das ist wahr. Am besten außerhalb der Fackeln, die wir aufgestellt haben. Weil die Fahrzeuge bleiben da gerne in Stacheldraht hängen und gehen auch sehr schnell dadurch kaputt. Ja, und das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn die kaputt gehen, weil wir eigentlich schöne Motoren da drin haben. Also ich hatte Mathildes aus Versehen genommen und ich ging in Stacheldraht und das Ding hat gequalmt und ja, es wirkte kurz vor einer Explosion, aber wir haben es wieder repariert. Erstmal. Dann fahren wir mal. Wo fährst du hin? Ich wollte eigentlich in deine Nähe bauen. Ach so, was baust du? Mein Plan ist es, einen Turm zu bauen. Hm? Gräben drumherum, ja. Wo sie reinfallen. Mhm. Und in den Gräben hätte ich am liebsten gerne erstmal, das mache ich später. Erstmal mache ich da Spitzen rein, aber später kommen dann halt deine schönen Ventilatoren-Dinger drinne. Wie hießen die? Flap. Genau. Blade Traps. Flap. Genau. Und da brauche ich eine Bergspitze. Okay. Damit die nicht so schnell hochlaufen, damit sie halt ein bisschen langsamer sind. Und ja. Oh, dann könnte man natürlich auch so nochmal ein interessantes Experiment starten, dass wir eine rote Nacht in zwei verschiedenen Orten verbringen. Ja, klar, kann man machen. Also du kannst der nächste rote Nacht, weil du dann hangen bist, du wahrscheinlich schneller dran. Also ich. Da hast du, glaube ich, haben wir ja schon ein bisschen angefangen. Ein bisschen jetzt hier kaputt gemacht, ist egal. Da den Hang, den er jetzt sieht, da baut jetzt die Mathilde eine Basis rein. Also ein Stück von der Erde hoch und dann, in dieses Erdreich rein. Und ich baue hier oben. Ich bin nämlich da auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viel mit beschäftigt. Erde abzutragen, Steine wegzukloppen. Damit mir später die Zombies nicht irgendwie an der Seite lang gelaufen kommen. So. Ohne nackte Stripperin. Ist die bei dir runtergekommen, oder? Nö, ich bin ja hier jetzt die Straße gelaufen. Ich muss erstmal gucken, wie viel Platz ich brauche. Weil dieser Hügel ist schön, aber ein bisschen zu groß. Wo habe ich denn angefangen? Hier habe ich angefangen. Jetzt muss ich hier natürlich ganz, ganz vorsichtig runtergehen, weil wenn ich springe, könnte ich mir ein Beinchen brechen. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, und so wie ich hier gerade so lang gehüpft bin, können das natürlich auch die Zombies. Das ist potenziell gefährlich, vor allem in so einer roten Nacht, wo es so viele davon gibt. Deswegen hülle ich mich hier so rein.
schöne gerade Wand, kann kein Zombie langlaufen. Also die geile Basis hatten wir ja schon. Also nächste Nacht kannst du, wie gesagt, bleibst du in deinem Hang. Ja, mal gucken. Da dürftest du eigentlich ziemlich schnell sicher sein. Und ich bleib mal in unserer alten Basis und guck mal, ob da überhaupt noch Zombies kommen. Ja, wäre auch so ein Vergleich vorhin interessant. Ja, ja. Ich will nur wissen, ob bei dir da was kommt oder bei mir. Ja. Na? So ein paar Vereinzelte kommen ja höchstwahrscheinlich schon. Ja, letztes Mal waren ja nicht viel. Das waren wie viel? 10 oder so? Hm. Naja, also es waren nie mehr als 5 auf einmal da. Nee. Und das war schon eine bedrohliche Horde. Gefühlt. Ja, nicht. Ich denke, mein Sarkasmus war hoffentlich zu hören. Ja, ich weiß. Aber gut. Ich werde ja auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile am Kloppen sein, einfach nur. Ich habe mir sogar schon eine Tresortür angefangen zu bauen, die ist sogar schon fertig. Wenn du auch Tresortüren haben möchtest, fertige ich selbstverständlich auch dir gerne Tresortüren. Nee, die kannst du doch einfach selber, wir brauchen ja nichts lernen, Tresortüren, oder? Ja, aber wenn ich gerade an der Werkbank bin, kann ich dir ja eine mit in Auftrag geben. So meinst du das? Einfach nur, weil ich nett bin. Nicht, ach, weil du es so bräuchtest. Aus reiner Herzensgüte. Hm. Ich habe jetzt angefangen zu buddeln, aber hier ist doch eigentlich geil. Hier schön steil. Hier ist auch schön. Also der Berg, die Bergspitze ist mir leider doch ein bisschen zu groß. So, dann baust du halt ein bisschen weiter oben drauf. Nee, die ist ein bisschen versetzt. Das ist keine richtige Spitze. Ah, so. Ist ja egal, dann ist ein Teil schräg, ein Teil nicht schräg. Ich überlege nur, ob ich das, was ich jetzt hier angefangen habe zu buddeln, ob ich das in Ruhe lasse und ob ich einfach hier weitermache. Musst du dir überlegen. Ja, da überlege ich. Überleg. Ah, ich mache einfach mal hier. Das Schöne ist, bei meinem Hang, ich baue den natürlich genau da, wo auch Lehm ist. Das heißt, ich baue gerade die ganze Zeit schon ordentlich Lehm ab. Das ist nice. Hm. Dadurch, dass ich so eine schöne Spitzhacke habe, ich habe mir nämlich noch eine neue gemacht, und ich meinen Bergarbeitermeister verbessern konnte, haue ich jetzt fast 400 Werte mit einem Schlag weg. Was? Ja. Und durch die Spitzhacke natürlich auch. Ne? Wenn du eine bessere Spitzhacke hast, desto mehr Schaden machst du natürlich auch. Oh, ich habe noch mein Gammelzeug. Dein Gammelzeug? Jojo, mein Standardzeug halt. Was du mir mal gemacht hast. Du musst nur Bescheid sagen, wenn du eine neue willst. Och, ich finde so 200er, 280 Wertungen ist okay. Was hast du? 350. Ja. Wenn ich 400 habe, kriegst du eine neue. Genau. So alle 100. Ja. Jetzt, wo ich hier viel buddeln muss, etc., wird das wahrscheinlich eh noch ein bisschen hier. Kann auch gerne werden. Wenn du willst, ich kann dir auch gerne nebenbei noch ein paar Pflastersteine machen. Also, nö. Guck erstmal. Ich habe jetzt momentan überhaupt kein Problem damit, nebenbei Pflastersteine zu machen. Ich guck erstmal, was ich überhaupt brauche. Darum habe ich hier erstmal meine Holzframes mitgebracht. Dann stecke ich so ein bisschen das Gebiet ab. Das geht schon beispielsweise nicht. Soll gar nicht so riesig werden eigentlich. Wie viel sind wir jetzt da bereit gegangen? So, Pause. Jetzt brauche ich mehr als 2 Schläge. 3, 6, 8. 8 ist doof. Mehr als 8 würde ich aber, glaube ich, das nicht breit machen, oder? Ich mache einfach erstmal quadratisch. Ich mache 10. 8 ist so doof. Das stimmt, 10 ist doof. Dann kann ich da nichts hinpacken. Was ist denn da? Verkackter Stein, geh weg.
Sowas liebe ich auch irgendwie. Ja, ich habe es nicht gesehen, weil ich das Licht anhatte. So, jetzt ist hier wieder irgendein verkackter Stein. Nein, gut. Darf ich dir einen Tipp geben? Ah, was immer da ist, geh weg. Hm? Erzähl. Ich würde gucken, dass du die untersten zwei Ebenen sozusagen. Also wirst ja bestimmt nicht die direkt werden, unten. Die werden ausgehöhlt. Ausgehöhlt? Ja, ja. Ich will hier den. Ich will erstmal nur. Also was ist denn da los? Warum kann ich das nicht? Ja, wahrscheinlich, weil da die Erde ist. Ah, fick die Erde. Geh doch einfach nach Hause, Erde. Mensch. Nee, die sollen ja ruhig in die Basis reinkommen. Okay. Also die Außenmauern müssen fest sein, aber wenn sie reinkommen, ist nicht schlimm. Ich werde die komplette Basis ausfüllen, mit Stacheln reinpacken. Okay. Damit die quasi reinfallen. Okay, ich hätte tatsächlich eine andere Strategie verfolgt. Ich hätte nämlich den Fuß in Häkchen der Basis, hätte ich massiv gemacht. Dass auch wenn sie da ein bisschen dran rumkloppen, dass der Turm unter meinem Popo nicht zusammenbricht. Mal gucken. Aber ist ja dein Turm. Ja, jetzt, der soll, ich will ja nichts drin haben zum Überleben oder so, soll einfach nur zur Verteidigung dienen. Mhm. Hab mich verzählt. 3, 6, 7. 8, 9. Ah. So, diesmal hier nicht. Geh weg. Die ersten Ebenen gingen ja wirklich noch schön schnell von der Hand. Jetzt dauert es doch ein bisschen. Ja, meine Grundidee ist ja auch, die Gräben, die ich bastel, die sollen ja auch jetzt 2 bis 3 Felder tief sein. Mhm. Und die kriegen noch Zugänge zu dem Turm. Damit ich da runtergehen kann und reparieren kann. Ja, ich bin mal gespannt, wie der dann fertig aussieht. Ja, ich baue einfach mal los, gucken, was draus wird. Na klar. Warum das wird hier wieder so ein bisschen länger dauern. Warum nächste blutrote Nacht ist das hier nicht fertig? Wann ist die nächste blutrote Nacht? Tag 35. Okay. 35, okay, haben wir noch ein bisschen. Ach ja, wer bei mir unten guckt, nicht wundern über diese Trümmer, die hier liegen. Wir hatten hier schon mal angefangen, das ein bisschen anders zu bauen. Das hat, als es dann stand, mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich es kurzerhand wieder abgerissen. Ja. Ja. Nächstes Mal merken wir uns einfach, wenn wir irgendwas bauen, so machen wie ich erstmal mit Holzframes. Und dann sieht man ja auch, ob es einem gefällt oder nicht. Und dann macht es das Abreißen doch irgendwie schneller. Ja. Und ist nicht so teuer. Ja. Das Gute ist, dadurch, dass ich hier relativ viel Steine wegkloppen muss, ich kriege schön Eisen. Ich nochmal einen Sand. So. Da ist schon Stein. Ich habe noch eine Idee. Ich mache das nur halb-halb. Die Mitte des Turms bleibt stabil. Hä? Also ich mache hier den äußeren Quadrat. Dann sage ich, der innere Teil, ich mache hier so einen harten Mantel quasi. Und dann so die äußeren werden einfach hohl sein, damit sie reinfallen können mit Stacheln. Mhm. Von dort aus gehe ich mit in den Graben rein. Du machst das schon. Ja, ja, ich mach das. Ich bin noch in der Findungsphase. Irgendwie wird das schon. Aber ich weiß auf jeden Fall, es wird schön. Es wird schön. Sag ich einfach mal, es wird schön. Okay. Nur das Buddeln nervt, aber... Ja, ja, ich wollte es ja auch nicht anders. Ich habe ja eine halbe Insel mal umgebuddelt oder halbiert, sagen wir so. Ja, ja, das haben wir uns geteilt allerdings. Das hat keiner alleine gemacht. Oder meinst du jetzt die Insel? Nee, als wir mal alleine gespielt haben, wo wir. Da gab es so ein. Wie nennt sich das? Ausläufer oder sowas? Also da ging so ein Stückchen in Land. Da haben wir zusammen dran gebuddelt. Nee, den Größteil habe ich gemacht. Ich habe da auch gebuddelt.
Ja, du hast gebuddelt, ich habe aber alles da fast alleine gemacht. Ja, ist ja egal. Du hast es nicht ganz alleine. Geht mir ja nur darum, dass nee, wir nicht hatten, ganz wir alleine hatten so einen Abschnitt, den habe ich erst breit gebuddelt. Ja, ja. So drei, vier Felder breit und dann haben wir da nicht gebaut. Ich hatte da den Hügel, Achso, das meinst du. Ja, ja. Wo du den Hügel abgetragen hast, genau. Das, genau, da haben wir ja zu zweit gemacht. Das genau, und von denen hatte ich auch gerade eigentlich geredet. Ja, wir wollten also, wie gesagt, so eine Halbinsel zu einer Insel machen. Und da habe ich ja schon echt viel gebuddelt und dann haben wir uns doch umentschieden oder was Besseres gefunden in der Zeit. Weil da habe ich natürlich auch erstmal, das war echt, also die Fläche, die ich jetzt hier gerade breit habe, das mal 5. Und dann halt breite 3, 4, nee, ich glaube so 3, 4 Kästchen waren das. War schon hart. Aber mit viel Bier ging das. Also jetzt nicht echt Bier, sondern Ingame-Bier. Aber mittlerweile ist ja die Ausdauer sehr gut. Ich brauche gerade kein Bier eigentlich. Na, oh, doch, ich muss mich ab und zu mal ein bisschen ausruhen. Okay. Weil beim Steinhacken merke ich doch... Mit der Stahlhacke, wenn man da am Dauerhacken ist, die geht da doch schon runter. Ich habe zwar Bier mit dabei, aber... Nö, ich nicht. Ja, weil ich halt wusste, dass ich viel schaufeln muss. Aber ich sehe gerade meine Schaufel, die macht wahrscheinlich nicht bis mit, zu lange mit. Also ich habe ja ein bisschen Stahl extra mitgenommen. Ja, du bist ja nicht weit, das ist ja praktisch. Und zur Not, ich habe ja meinen Roller hier irgendwo stehen. Ja, wollte ich gerade sagen, so ewig weit sind wir auch nicht von der Basis nee. Entfernt. Boah. Also heute werde ich noch nicht so weit kommen, dass ich in den Berg reinbuddel. Glaube ich. Hat solche Verbindungsstücke vergessen. Müssen ja jetzt so. Auch nochmal bringen. Ich bin mal gespannt, ob hier mal Zombie-Horden vorbeikommen, weil auf der Insel hatten wir das ja nie, da konnte ich ja in Ruhe bauen. Level 61, juhu! Oh, wie süß! Ja, was hast du? 500? 73. So. Warum schwebt das hier? Wo ist da noch die Verbindung? Frage ich mich auch manchmal. Oder ist das vielleicht einfach, weil es auf dem auf den Frames lag? Ja, es kann sein, dass es auf den Frames lag. Die Fläche, das reicht hin. Den Kaffee schon fast vergessen. Ja, es gibt kalten Kaffee, ist ja eklig. Dann nennst du einfach Eiskaffee. Na gut, aber Eiskaffee ist meistens süßer, finde ich. Ja, Eiskaffee ist was anderes. Hat auch mehr Milch, glaube ich. Ja. Mein schwarzer Kaffee hat keine Milch. Oh, Level 74. Boah. Oh, jetzt muss ich Pause machen. Ah doch, da muss ich noch ein gutes Stück runter. Aber vielleicht kann ich das Klappen ein bisschen interessanter. Irgendwie immer nur so in Reihen hin und her, das ist so monoton. Was ist monoton? Das Graben oder was? Ja, weil ich ja hier immer nur Reihe für Reihe runtergehe. Ich gucke, dass ich das ein bisschen spannender für mich gestalte. Dass man so in Mustern hackt oder so. Mhm.
Okay. Das wäre echt mal toll, wenn hier ein Zombie vorbeikommt, der eine Schaufel hat. Oder Eisen oder so, dann brauche ich da nicht rumlaufen. Brauchst du nur normales Eisen? Ich weiß nicht, was ich für die Stahlschaufel brauche. Die... Na, Stahl. Ah, dann brauche ich Stahl. Aber ist nicht schlimm, dann fahre ich kurz nach Hause. Genau, hol dir einfach ein bisschen Stahl. Du magst, kannst ja mal gucken, komm bei mir, was ich hier schon weggebuddelt habe. Aber erst mache ich die Schaufel kaputt. Ja, ja, mach erst mal die Schaufel kaputt. Du hackst gerade rein, ja? Mhm. Na, ein Erdbohrer wäre jetzt geil. Oh, das wäre ein Traum. Kann man sich das ganze lange Graben sparen und einfach Bori-Bori machen. Wäre so sagenhaft cool. Oh, ja. Erdbohrer wäre in der Tat sehr cool. Plan haben wir ja, aber wie gesagt... wir haben ja die Teile nicht, ne? Ja, ich glaube, wir brauchen nur einen Erdbohrerkopf, glaube ich. Wenn wir einen Erdbohrerkopf haben, dann können wir den, glaube ich, bauen. Hm. Ich glaube, stellenweise wird dann halt die Vertiefung 3 Steine tief. Was soll der Geiz? Genug, egal. Thank you.
Ich habe gerade sogar, das war ja cool, ich habe gerade zu tief gebohrt, buddelt. Mhm. Also ich habe eine Ebene ausgelassen, obwohl ich die andere oder darunter die tiefliegende Ebene gar nicht gesehen habe. Okay. Oh, naja. Lass mir meine Trümmer weghauen. Sieht hier aus. Wir hatten das hier in so einem Saustall hinterlassen. Nee, nee, nee. Das ich nicht. Das war's alles du. Schluck Kaffee. So, wie tief möchte ich das denn haben? Ah, so bis hier in etwa. Hast du da eine Rampe gebaut oder wie kommt man zu dir hoch? Ich bin einfach von oben runtergegangen sozusagen. Ach so. Und das soll auch dauerhaft so bleiben, dass man von oben runter geht. Nein, dauerhaft nicht. Und jetzt habe ich halt so einen kleinen Gang schon mal gebaut, dass ich von unten weiter nach oben komme. So, jetzt werde ich mal mein Moped suchen, da ist es, mal nach Hause fahren und meine Schaufel reparieren. Mach das. Boah, schon fast Mittag. Oder ist schon Nachmittag, Mensch. Die Zeit rennt, oh, 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 oh. Wenn man sich amüsiert, genau. Steil. Ich höre dich buddeln. Kunststück. Aber ich lasse mich jetzt nicht von hier oben runterfallen. Nee, jetzt ist es zu hoch. Aber hier ist eine Schlucht und ich kann runtergucken zu dir. Ich sehe dich sogar graben. Ich sehe dich nicht. Bin ja auch oben. Bin ja auch oben. Möp, möp. Oh. Ah nee, hier war zu steil. Da müssen wir mal anpassen hier. Genau, vorsichtig fahren. Na, ich bin ja noch verwundet. Ich habe mich ja zwischenzeitlich mit jemandem geprügelt und... Ja, ein bisschen einstecken müssen. Hm. Was war das denn? Was denn? Hat mich so komisch. Anstrengend das Schaufeln. Sei gegrüßt. Warte mal ganz kurz. Ah, bleib stehen, ich hab eine Keule. Zack. Du, wo ist mein Tunnel? Da ist mein Tunnel. Kurz markieren. Ein Hirsch kreuzte meinen Weg. Und jetzt ist er tot. Wenn ich ihn finde. Hirschi. Hirschi. Bambi. Da haben wir dich. Nicht noch was Leckeres zu essen mit für zu Hause. Wir haben ja zu wenig Fleisch. Ja, absolut. Ja,
verlassen, wenn der da schon da war? Ja, ist doch gut. Nimm ihn mit. Ja, mach ich auch. Okay. Bring ihn zu seinen Freunden. Ja. Im Kühlschrank. Genau. Dann sind die nicht so alleine. Ah, dann ist Bambi wieder mit seiner Mutter vereint. Oder mit ihrer Mutter. Ich weiß nicht, ob das ein Mädchen oder ein Junge war. Nein, Bambi war ein Männchen. War ein Männchen? Bambi ist ein Männchen. Wurde das damals gesagt? Naja, später hat er ein Geweih. Ach so, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich wirklich... Und ich glaube auch Klopfer adressiert ihn mehrfach als er. Bambi ist ein Männchen. Und Feline ist ein Weibchen. Was war ein Feline? Feline ist seine Freundin. Ne, der hat natürlich auch noch Klopfer und Blume. An Klopfer kann ich mich erinnern, aber... Und auch Blume ist ein Männchen. Ich hab's Gott sei Dank verdrängt, glaube ich. Ich hab keine Ahnung, was du da sagst. Erzählst von irgendwas mit Klopfer? Das Klopfer war kein Nickel, das weiß ich noch. Richtig. Und das weiß ich nicht. Der Rest ist schon alles irgendwie aus dem Gehirn gelöscht. Gott sei Dank. Damit braucht kein Mensch. Wieso? Oh, Klopfer ist das Kaninchen. Dann gab es auch noch Blume. Blume ist ein Stinktier. Mhm. So hat man ihm gesagt, dass er stinkt. Ja, immer hat man ihm gesagt, dass er stinkt. Deswegen hat er sich besonders so sehr gefreut, als Bambi, als er sprechen gelernt hat, ihn als Blume bezeichnet hat. Okay. Ja, ich muss zugeben, diese Disney-Filme sind nichts für mich. Das waren sie schon sehr früh in meiner Kindheit auch nicht mehr. Wissen sie auch nicht. Nö, ich hab da einfach, ist nicht so meins. Aber da hat jeder seine eigenen Sachen und ist auch okay. Ich mag Disney-Filme, auch wenn das Frauenbild... bei den klassischen Disney-Filmen immer so ein bisschen fragwürdig ist, aber... Ja gut, aber du musst ja so sehen, die klassischen Disney-Filme, die kamen ja auch aus einer Zeit, da war das Frauenbild ja auch noch anders, ne? Stimmt, in den 90ern. Ach so, oh. So Ariel zum Beispiel. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ich dachte, du redest jetzt von Schneewittchen oder so. Schneewittchen ist eine andere Sache. Ich dachte gerade tatsächlich eher an Ariel. Wollte sie nicht einfach nur ein Mensch sein oder so? Nein, sie wollte ein Mensch sein, damit sie zu dem Typen kommt, den sie einmal gesehen hat, weil sie ihn liebt und ihr Vater ja mit ihren 16 Jahren nicht weiß, was Liebe ist. Bla bla bla. Ja. Als ich den Film das letzte Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh Mädel, komm drüber weg, nämlich nicht wie ein Teenager. Aber vielleicht ist das ja, gibt es ja so Liebe auf den ersten Blick. Ja, aber ich muss gestehen, ich kann den Vater mittlerweile viel, viel besser verstehen als früher. Ich meine, deine 16-jährige Tochter. Ja, und der Typ sagt, sie möchte, hat einen Typen gesehen, einen Typen und wirklich auch nur kurz, hat nicht mal mit ihm gesprochen. Sie hat ihn wirklich buchstäblich ausschließlich gesehen und möchte deswegen ihre ganze Welt hinter sich lassen. Das ist genauso, wie wenn deine Tochter, wenn du denn eine hättest, sagen würde, hey Papa, ich habe da einen Typen bei Facebook gesehen, der sieht total niedlich aus, ich wandere jetzt in die USA aus. Ja, dann. Reise zahle ich aber nicht. Und den Koffer nimmst du auch nicht mit, du kaufst dir selber einen. Unterhalt gibt's dann von mir auch nicht mehr. Und dann ist es gegessen. Oh, und ganz, ganz wichtig ist, der Typ weiß noch nicht mal, dass sie existiert in dem Sinne. Ach so. Ja, der ist ja vom Schiff gefallen, ist fast ertrunken, da hat sie ihn ja gerettet. Ach, und er hat eine Seekuh gesehen. Und dann, genau, er hat eine Seekuh gesehen. Und dann hat sie ihm ein Liedchen getrellert und da ist er aufgewacht und hat sie ihn eigentlich nur singen hören und sie gesehen. Und, ach so, sie hat ihn dann geholfen. War's. Okay. Sie hat ihnen geholfen, ja? Genau. Aber so typisch, man hat ja früher immer, wenn die Kapitäne oder die Leute auf den Schiffen unterwegs waren, haben sie ja ab und zu, wie nennen sich diese Ariel-Viecher? Meerjungfrauen? Seekühe. Ja, sie haben Seekühe gesehen und das dann halt
gedacht, dass es halt so mehr Jungsfrauen sind oder so ein Scheiß. Einige sind deswegen wirklich ins Wasser gesprungen. Oh mein Gott, ein Zombie ist hier. Bei dir? Ja, ich höre einen Zombie. Oh, bei mir auch. Hi. Der ist bestimmt irgendwo in der Wand. Oh mein Gott, das sind sogar richtig viele Zombies. Was machen die bei dir? Das ist ja eine kleine Horde. Ich hab was zu tun. Oh mein Gott. Ich hab ja einen gehabt, in der Entfernung sehe ich welche. Na ja gut, dann wissen wir schon, hier greifen sie mal an. In der alten Basis hatten wir das, ja doch einmal hatten wir das, aber an der Brücke war das eher. Weil dieser Berg stört mich hier, dieser Teil hier. Der stört mich, der muss weg. Der muss weg. Ach, wisst ihr was, ich muss meine Klingenwaffe ein bisschen trainieren. Ja, wenn sie vereinzelt kommen. Aua! Die ersten Zombies, die kann man immer gut wegklatschen. Ach ja, du bist ja Machete, ne? Ja, ich habe eine Machete. Deswegen meinte ich ja gerade, ich muss meine Klingenwaffen ein bisschen trainieren. Ja. Du bist Machete und ich bin Niden. Ich bin Machete. Du bist Mr. Bass. Mr. Bass, yes. Hey, Tussi, bleib hier! Dum, 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 dum. Mr. Bass. Ich zerfetze euch! Okay, hi Leute, Brauchst du ja. Hilfe? Nö, nö, alles gut, ich musste nur gerade, es waren doch ein bisschen viele, ein bisschen sehr nah gerade. Musste ich erstmal ein bisschen auf Abstand bringen. Okay. Alles wieder unter Kontrolle. Ich war ein bisschen zu sehr im Machetenrausch. Zu viel Macheten-Action. So, so stelle ich mir das ungefähr vor. Genau. Das sieht doch echt gut dufte aus. Ich glaube, so baue ich das auch. So. Dann haben wir hier... Ups, war das dein Arm? Okay. Was jetzt, wo ich bedacht habe, wo mache ich denn die, die Tür hin? Wie komme ich denn in die Basis? So, das war's. Viele bedacht, aber nicht alles. Weil da ist immer noch jemand. Eine kranke Schwester. Ja, die mag ich. Und auch die Stripperin, weil die haben manchmal Medizin. Das finde ich immer toll. So. Wollen wir mal wieder hochgehen? Zack, zack. Nee, geh mal drei tief. Drei tief ist cooler. Mich doch raus. Nein, verdammt. Könnte natürlich auch gucken, dass ich das irgendwie... Ach. Was hast du? Ich murmel gerade mit mir selber. Ich habe gerade überlegt, ob ich einfach das hier so ein bisschen unterhöhle und dann einstürzen lasse und mir da so ein bisschen Grabearbeit spare. Grabearbeit sparen ist nie verkehrt. Ja, ich glaube, das mache ich. Das heißt, ich müsste hier nur am Rand lang kloppen. Würde mir einiges ersparen. Ich glaube, das mache ich so. Muss ich nur aufpassen, dass ich an der richtigen Stelle aufhöre, nicht dass mir die ganze Dose auf den Kopf knallt. Ja, das ist nicht so. Wäre dann nämlich nicht so gut. Ach du je, das ist ja schon gleich 18 Uhr. Ja, aber ich bin immer noch so ein Baufieber. Ich will nicht zurück. Ich hab hier zu tun. Ich muss bauen. Ja, Dito? Ich hätte was zu essen mitnehmen sollen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich hier einen Eingang bauen soll.
Also ich hoffe, wir unterhalten euch schon ein bisschen, weil das Bauen macht hier gerade richtig viel Fun. Also ich kann mich nicht beschweren. Oh. Schön dicke Falle bauen. Bisschen Sand abtragen, aber ich glaube, in den Boden gehe ich noch eine Etage tiefer. Der Boden auch massiv ist und die Zombies da schön Probleme haben. Genau, so würde ich das auch machen. So. Auf den Stein! Oh, ich weiß, wie ich das mit einem Eingang mache. Das ist gut. Ich mache den versetzt. Buddel den quasi, ich mache hier nur ein Verbindungsstück, dann buddel ich den Ausgang irgendwie gefühlt 20 Meter von meiner Basis weit weg. Und das so richtig mit Bunkertür, ne? Richtig. So richtig schön Beton alles. Na, Beton nicht, erstmal Cobblestone. Beton. Ja, das kannst du ja später aufwerten, ja, zu Beton. Das Beton dauert mir einfach zu lange. Ah, zu hoch. Krieg ich das wieder weg? Weiß ich. Nein, da unten ist noch was. Scheiße. Nee, ist doch weg. Ach, Gott sei Dank. So. Hier, guck mal. Na? Das, so sieht's aus. Das da wird massiv. In der Mitte kann ich hoch und runter buddeln, dann Leiter. Und hier werden Spitzen reingepackt. Okay. Dass, wenn sie hier eine Mauer durchbrechen. Oh, ich bin Zombie, ich freue mich, ich bin durch die Mauer gekommen. Nein, das sind Spitzen, ich sterbe. Ah! So ungefähr stelle ich mir das vor. Okay. In meiner Fantasie. In meiner Fantasie ist es schön. Okay. Meine Fantasie ist immer schön. Fantasie? Weiß ich. Oh, Level 77. Ja, ich mach gerade noch ein bisschen Cobblestone nebenbei. Ich habe so viel Oh Gott, ich habe so viel Stein. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen Sand herstellen. Ah, scheiße, ich muss zurückkommen vor Nacht, weil ich nichts zu essen habe. Und mein Typ hier schon ein bisschen Hungerli hat. Pussy. Ja, mal einfach mal ganz normal sagen können, oh, hier komm, mach doch die Nacht durch, ich habe keinen Hunger. Aber nein. Schade. Das ist ja auch einfach was zum Knochen. Ja, ich habe da nicht dran gedacht. Ich bin gerade so im Baufieber. Fieber! Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der mal so ein Spiel gespielt hat. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich würde jetzt ja auch am liebsten weiter kloppen, aber ich habe hier leider null Schutz vor Zombies. Ja, ich auch. Die können mir quasi oben einfach reinlaufen. Vor allem, wenn sie flink sind, dann habe ich erst recht keine Chance. Ja. Deswegen werde ich auch mich zeitig, also so 21, 30. Ja, werde ich auch so, tendiere ich auch so dann. So, um die Zeit dann aufzuhören. Aber ich finde schon, ich bin gut vorangekommen, also. Ja, ich eigentlich auch, doch. Also fast mein Fundament steht, ich bin glücklich. Hier ist er eigentlich. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Zeitpunkt, wo ich es dann wirklich einstürzen lasse. Ich hoffe, da sterbe ich nicht. Und wenn, dann bin ich tot. Ich meine, ich habe 153 hier langsam. Also. Ja, und ich bin ja schon quasi fünfmal in diesem Spiel bisher gestorben oder so. Ich dachte, du bist schon sechsmal gestorben. Sechsmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall haufenweise mal gestorben. Sechs Tode habe ich ja.
Also so oft bin ich noch nie in irgendein Spiel, also bei von Seven Days gestorben. Also hier ist extrem. Aber es war auch gerade in der Anfangszeit, bin ich häufig gestorben. Ja, und einmal hast du dich ja in der Luft gejagt. Ja, ich glaube, das kam sogar zweimal vor. Stimmt, einmal auf dem Baugerüst. Da bist genau, du einmal auf dem Baugerüst, das habe ich aber nicht gesehen, weil ich habe gesehen, oh, ein Zombie ist vor mir. Und das war gerade so ein Moment der Panik. Und dann wollte ich eigentlich schnell drauf den Zombie zerkloppen, aber da war leider schon der Zombie kaputt oder ich bin kaputt gewesen, weil... Kaputt! War Mine! So, jetzt muss ich erstmal meine Spitzhacke hier reparieren. Jetzt hat die doch mal eine Pause verdient, die Spitzhacke. Aber nur eine kleine. Wird nämlich weitergehackt. Bin fest dazu entschlossen, am nächsten Tag dieses hier einstürzen zu lassen, dieses Gebilde. Dass ich wirklich anfangen kann, in den Berg reinzubauen. Ja, wird bestimmt lustig. Buha! Die Mitte lasse ich hier erstmal. Achso, hier nicht. Lasse ich den auch nicht an einem Stück einstützen, sondern lieber so Stück für Stück. Konzentriert. Ja, also so in zwei oder drei Phasen. Ja, wenn du das kontrollieren kannst, warum nicht? Vielleicht nicht das Schlechteste, ne? Ich glaube, das versuche ich so. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal so grob abgesteckt, was hier noch weg muss. Ja, das Abstecken mache ich auch sehr gerne, weil erst dann, wenn ich das immer so sehe, ich muss das immer sehen. Und wenn ich es gesehen habe, quasi was ich machen muss, dann geht es ganz gut. Also abgesteckt ist vielleicht hier an der Stelle die falsche Ausdrucksweise. Ich habe es weggekloppt, so die Außenlinien. Okay. Dann sehe ich auch vor allem, wie groß der Vorplatz ist, auf dem ich Fallen aufstellen kann. Muss ich ja alles mitbedenken, ne? Hm. Noch steht das hier ja als ein großer Steinklotz. Nee, finde ich nicht schlimm, wenn ich diesen ganzen Steinklotz nicht abtragen muss mehr. So, abgesteckt ist es. Hier war... Ah. Hoppen wir hier mal nach oben durch. Ach, scheiße, ich muss los. Die Nacht oh ja, ich auch gleich. Fuck, fuck, fuck. Ja, immer weiter Ruhe. Oh, vielleicht sollte ich aber mal gucken, weil ich weiß nicht genau, wo mein Moped steht. Ich weiß nur, dass ich es genau an der Wand abgestellt habe. Ah, da steht es. Gefunden. Ja, ich muss ja noch diese Ecke abtragen und dann habe ich quasi mein Fundament. Und dann kann ich mal, wenn ich das habe, mal anfangen, irgendwo eine Falle zu bauen, wie ich sie mir vorstelle.
dementsprechend die anderen. Ja. Wird auf jeden Fall... Ja. Oh, fuck. Und fuck. Vorsicht, nicht geradeaus weiterfahren, dann stürzt du. Ja, ich bin ja... Ich habe ja jetzt schon 20 Lebenspunkte verloren. Denk an das Moped. Ja, scheiß auf das Moped, ey. Denk an deine Lebenspunkte. Ich hätte nur 80. Lebenspunkte, Schwebenspunkte. Das ist ja einfach zu steil. Da muss man halt entsprechend vorsichtig fahren, ne? Ich bitte um eine Rampe nächstes Mal. Bau da, pass mal die Straße an. Das kann ich gerne als langfristiges Projekt machen, dass da auch noch eine vernünftige Rampe hochkommt. Aber erst einmal will ich am nächsten Tag da diesen dicken Knödel, den ich da noch stehen habe, zum Einstürzen bringen. Okay? Ja, das wollen wir aber sehen, dass du was zum Einstürzen bringst. Ach du Scheiße, wir überziehen ja dermaßen. Ja, total. Wie lange geht die Folge jetzt schon? 50 Minuten. Uiuiuiui. Ja, wir werden das jetzt hier einfach mal beenden. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Also das Bauen entspannt richtig. Es macht Spaß und ich will bauen, ich will bauen. Hast du noch was zu sagen? Bauen. Ich will in meiner Berge. Nein, fuck. Falle. Oh nein. Ah, aua, 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 Hilfe, 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 Zombie rennt, ah, ich fahr rückwärts, ah, ah, nein! Oh, leck mich doch! Brauchst du Hilfe? Ich lass mein Moped da jetzt stehen. Okay. Ich lauf jetzt zur Basis. Hallo, Heinrich. Ich kann dich leider nicht mitnehmen. Es Och, ist... Mann! Ich kann es versuchen, aber ich glaube eher weniger. Sieht übrigens äußerst lustig aus von hier. Ja, ja, ich renne auf dem Gerät, ja, ja. Gehst vor allem rückwärts. Naja, ich kann ja auch fahren. Hast du den Zombie noch gekillt, oder? Nee, ich bin weggelaufen. Echt? Ja, ich bin feige weggelaufen. Ist doch Zombie... Ach ja, sind überall Fallen, ne? Liegt da wahrscheinlich in irgendeiner Falle. Ja, ich hoffe, das Moped ist jetzt morgen nicht total im Arsch, wenn es da jetzt steht. Ich werde es mir auf jeden Fall zurückholen. Ich werde mal sehen, inwiefern das Moped morgen noch existiert. Oh, Predator-Ansicht. Ja, wir wollten beenden. Oh, Mann. Ja, Ja, sorry, da kamen gerade meine. Ja, ich habe auch gerade nicht dran gedacht. Ja, liken, kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal wieder gucken. Ciao. Tschüssi.